Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Riding Out Beta. So ihr Lieben, es wird gerade Tag. Ich überlege aber, ich glaube, ich werde jetzt hier noch keine Intro-Folge machen, weil die wird ja ein bisschen kürzer, weil ich die ja dann auch längere Zeit behalten muss, damit das Intro auch immer geladen werden kann. Und ich dachte mir, wir reiten heute noch mal ein bisschen durch die Gegend und hacken vielleicht ein bisschen Holz, haben noch mal ein bisschen Geld. Ich bin ja so arm. So verdammt arm. Ja. Die Nächte sind ja jetzt ein bisschen kürzer, dann suche ich mir demnächst mal einen Tag raus, wo wirklich dann schon es hell ist und dann machen wir mal eine Intro-Folge. Die dann aber, wie gesagt, wahrscheinlich nicht länger als 10 Minuten wird. Wie gesagt, ich kündige es jetzt schon an, sie wird dann kürzer, weil ich mir jetzt nicht so ultra viel Platz wegnehmen kann auf der Festplatte. Aber das hatte ich ja schon mal erzählt. So, kommen wir zu den Fragen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich will nochmal nachhören, wie das aussieht mit dem Chat, ob der so ähnlich ist wie in SSO. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass man wie in SSO auch eben die Sprechblasen über sich drüber schweben hat und es auch aufgeteilte Chats geben wird. Ja. Meine Axt blinkt. Piep. Piep. Der Baumstamm auch. Oh mein Gott. Und das wird alles höchstwahrscheinlich so, ja, großteils eigentlich wirklich gleich sein wie bei SSO. Das heißt, wie bei SSO sagen wir wie generell in MMOs. Das ist ja eigentlich eine ganz normale, ich nenne es jetzt mal Vorgehensweise, wie der Chat aufgebaut ist in aller Regel. Von daher, das wird höchstwahrscheinlich so laufen wie in den meisten oder sagen wir in sogar wirklich fast allen MMOs. Ist ja ganz schön windig hier. Oh, ich hätte jetzt gedacht, das Holz fällt runter. Übrigens, ich bin ultra happy damit, dass die Nächte wieder ein bisschen kürzer sind. Und vor allen Dingen auch heller, weil dann kann ich jetzt auch wieder was nachts machen. Und wie gesagt, ich reite trotz allem lieber bei Tag rum, weil da sieht es einfach irgendwie nochmal hübscher aus. Und auch jetzt auch hier gerade so diese Morgendämmerung. Das ist einfach nur so... Ah, das ist herrlich. Mit dem Licht, wie das da jetzt... Schaut euch das mal an, wenn ich jetzt hier das so... Ah, guck mal, wie das aussieht. Wenn er jetzt meinen Kopf hochnehmen würde, der Dumpfkopf. Mambo. Hey. Guck mal schön. Ja, sieht einfach toll aus. Richtig schick. Okay, damit hätten wir das mit dem Chat geklärt. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar war da die Frage gekommen, muss ich das mal gerade ein bisschen hochklappen, das Blatt, ansonsten sehe ich die Frage nicht. Dani hat gefragt, ob es schon klar ist, ob man mit den Fohlen trainieren kann, solche Sachen wie Hufe geben, führen und so weiter und so fort. Und ob es auch irgendwann eine Fohlenschau geben wird. Inwieweit jetzt sowas wie das Trainieren mit Fohlen möglich sein wird oder Fohlenschauen, fällt auch später nochmal unter eine Frage, die noch gestellt wurde. Deswegen gehe ich jetzt erstmal speziell auf das Trainieren ein. Inwieweit das Trainieren von Fohlen jetzt drin ist, weiß ich nicht. Das Trainieren von Jungpferden ist auf jeden Fall drin. Ob da drunter jetzt auch schon die Fohlen fallen oder ob sie erst schon ein bisschen altern müssen, bevor man mit dem Lernen und an Sachen gewöhnen beginnen kann, das weiß ich allerdings nicht. So, und weiter geht's. Auf zum nächsten Baumstamm, der wo auch immer ist. Irgendwo da hinten ist, glaube ich, noch einer. So, wie gesagt, das mit der Fohlenschau, das beantworte ich gleich noch in einer anderen Frage. Also, ja, was heißt anderen Frage? Es ist eigentlich fast dieselbe Frage, aber es passt dann in dem Moment besser. Fiona Wendelken hat die Frage gestellt, ob man auch Höfe von anderen Spielern besuchen kann. Das wird möglich sein, über kurz oder lang. Dann nämlich, wenn der Multiplayer reinkommt. Man wird nicht einfach so zu anderen Spielern hin können, aber diejenigen können einem quasi die Erlaubnis geben, einen in seine Welt einladen, in ihre Welt einladen. Und dann kann man eben die Einladung annehmen und sich dann eben auch den Hof anschauen und auch da dann mit denjenigen in den ihrer Welt rumreiten. Das wird auf jeden Fall möglich sein. Himmel, er war aber widerstandsfähig hier, der Baumstamm. Mensch, 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 Mensch.
Okay, nächste Frage. Wird es später Esel oder Maultiere geben? Und das ist eine Sache, die kann noch nicht eindeutig beantwortet werden. Das Team ist da momentan so ein bisschen zwiegespalten noch in der Sache. Wahrscheinlich werden sie, wenn sie reinkommen, eher als Hoftiere reinkommen oder als Lastentiere, mit denen man ähnlich wie mit der Kutsche Materialien transportieren kann. Oder aber wenn man sie dann reiten können sollte, dass sie dann auf keinen Fall so schnell sind wie normale Pferde. Dass sie auf jeden Fall einen Malus bekommen. Aber das ist alles noch nicht wirklich spruchreif und noch nicht sicher. Da müssen wir einfach mal noch die Augen und die Ohren offen halten. Und mal schauen, was uns da noch so erwartet. Nächste Frage. Wird man auf Freiheitsdressur machen können? Ich zähle jetzt mal zur Freiheitsdressur einfach auch mal so Tricks. Das ist ja im Endeffekt Freiheitsdressur. Und sowas wird möglich sein. Speziell für Ponys wird es sehr interessant werden. Weil man die Ponys nicht reiten können wird, die ganz kleinen. Weil dafür ist ja der Charakter viel zu groß. Und wie gesagt, gerade für diese Rassen wird es dann natürlich sehr interessant, der Aspekt mit der Freiheitsdressur, mit den Tricks, die man ihnen dann beibringen kann. Inwieweit es dann aussieht, wie man ihnen die beibringt, was sie dann alles lernen. Ich mache mal gerade die Musik ein bisschen leiser. Das kann ich aber noch nicht sagen. Aber es wird sowas auf jeden Fall geben und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann alles funktioniert und abläuft. Mensch, sind hier viele Baumstämme in dem Waldstück. Das ist mir noch nie so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Tja, Wahnsinn. Nächste Frage. Pegas Equestrian Center hat gefragt, wird es auch Shows geben? Da komme ich jetzt dann nochmal auf die Fohlen schauen, auf die Fohlen schauen zurück. Wie zum Beispiel eine Hengstshow. Sowas in der Richtung ist noch nicht sicher. Da müssen wir mal gucken, was da vielleicht noch in Planung kommt. Oder je nachdem, wie viele sich vielleicht auch wünschen. Oder vielleicht, wenn vielleicht auch Ideen kommen, wie sowas dann aussehen könnte. Und dementsprechend generell bei diesen Shows, da wird ja dann eben auch die Fohlenschau drunter fallen. Das ist noch unsicher. Oh, es wird nebelig. Aber es kann durchaus sein, dass sowas reinkommt. Oh, oh mein Gott, Leute, das hier. Oh, nimm den Kopf hoch. Das ist so ein tolles Bild. Jetzt schien gerade die Sonne eben so besonders herrlich da durch die Zweige durch. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe mein Thumbnail für die Folge gefunden. Oh, das ist ja ein Traum. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, ich bin so verliebt. Guck mal, jetzt kommen ja sogar die Lichtreflexe. Oh, das ist so toll, das ist so toll. Schaut mal auch, wie die Bäume sich bewegen und ah, wie die Lichtreflexe, wie das flinkert, auch dadurch, dass sich die Blätter bewegen. Das ist einfach nur so Hammer, Hammer, Hammer. An der Stelle nochmal ein dickes Lob an das Team. Das ist ja der absolute Oberkracher. Holla, die Waldfee. Vor allen Dingen sehen wir das jetzt hier schön. Hier guckt, hier kommt jetzt so die Sonne durch. Oh. Und in die Richtung ist es dann eher nebelig. Das heißt, wir sehen hier eben auch einen Übergang. Wo ist es sonnig, wo ist es nebelig? Hier, weil wenn wir jetzt hier hinreiten, beziehungsweise kommt die Sonne durch den Nebel auch durch in gewisser Weise. Oh, Leute. Ja, ich habe schon zigmal gesagt, aber ich bin begeistert. Die Strahlen, die Sonnenstrahlen, wie die hier drumherum scheinen, diese Lichtreflexe. Das hat man wirklich in kaum einem Spiel so krass, muss ich sagen. Nicht nur Pferdespiele, sondern generell Spiele. Finde ich super. Jetzt habe ich mich total verplappert und verbrabbelt. Ich glaube, ich war bei der Frage mit den Shows. Ich glaube, da war ich bei stehen geblieben. Jetzt muss ich gucken, dass ich es bloß richtig ausspreche. Die Rose Erhardt hat gefragt, kann man Fohlen einreiten? Man wird Fohlen in gewisser Weise einreiten können, beziehungsweise dann junge Pferde, wenn sie soweit sind. Wie das aber abläuft, das weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Also man muss schon, man kann sie nicht einfach draufsetzen und dann blub ist gut, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auch das Einreiten bzw. Zähmen von Wildpferden wird ja nochmal überarbeitet. Das wird aber noch eine Weile dauern. Aber es wird nicht ganz so easy bleiben, wie es aktuell noch ist. Das ist da so mein Kenntnisstand aktuell. Nächste Frage von Hanni und Brisky. Wird es auch kleine Zankeleien zwischen Hengsten geben? Das ist noch nicht sicher. Wenn, dann wird das wahrscheinlich auch erst mit dem großen Animations-Update kommen. Aber ich kann da nichts versprechen. Und wird man in dem kommenden Wintergebiet auch mit Pferden auf Eis ausrutschen können, wenn man nicht die richtigen Hufeisen, zum Beispiel mit Spikes drunter hat? Es gibt ja die, wo man so Stollen reinschrauben kann. Die nutzt man ja auf Rasenplätzen. Und vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dieses Horse on Ice, oder wie das heißt, wo man mit den Isländern, wo die Islandpferderennen auf Eis sind. Das geht ja auch, aber die haben dann ja auch spezielle Stollen in den Eisen drin. Und darüber hat sich das Team wohl noch gar keine Gedanken gemacht, aber der Caro hat die Idee sehr gut gefallen und sie wird sie auf jeden Fall mal an den Chris und an den Micha weiterleiten. Also da werden wir bestimmt auch noch mal was zu hören. Ob jetzt eine positive Nachricht, oh, wir können auch aus dem Trab springen. Ob eine positive Nachricht oder ob eine negative Nachricht, das müssen wir erst noch abwarten. Aber wie gesagt, bei der Caro kam die Idee auf jeden Fall schon mal gut an. Und dann habe ich noch eine Frage vom Erdbeerpudding. Kann man Muster selber entwerfen, wenn man das Fell scheren kann? Das ist momentan auch noch nicht geplant. Es ist wahrscheinlich zu aufwendig. Ich hatte aber vorgeschlagen, der Caro, oder hatte doch gesagt, es wäre cool, wenn es so eine Schermaschine geben würde. Und wo man dann mit der Maus hergeht, ist das Fell halt eben heller. Und wenn man das halt nicht gut kann und hat da was verbockt, dann sieht das Pferd halt erstmal ein bisschen blöd aus, bis das Fell wieder nachwächst. Das war so mein Vorschlag zu der Sache. Dass man jetzt nicht noch einen extra Editor dazu hat. Und da will die Caro auch mal mit dem Chris reden, ob das sich vielleicht als Minigame einbauen lassen würde. Ich persönlich würde es sehr, sehr cool finden. Eine lustige Idee. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es vielleicht zu aufwendig wäre, das einzubauen. Vielleicht wäre es dann doch eher leichter, wenn man verschiedene Felltexturen, wenn man sowas dann einbaut, von vornherein reinpackt, wo man sagt, ihr könnt aus denen wählen, wenn ihr das Fell schert, das Pferd schert, aber keine eigenen Sachen machen. Das wäre wahrscheinlich leichter. Aber generell zum Pferd scheren, von wegen Muster, ja, nein, vielleicht, das ist alles noch nicht sicher. Da müssen wir mal noch abwarten, was da die Herren der Schöpfung dann so zu verlauten, was sie da zu verlauten lassen. Weil im Endeffekt müssen sie es programmieren, das muss für sie alles machbar sein. Und viele Sachen sind dann natürlich auch ein bisschen schwieriger realisierbar, so gern man sie machen würde. Dass eben nicht unbedingt alles reingepackt werden kann, was man sich wünscht. Weil es teilweise so realistische Sachen sind, dass es dann für ein Computerspiel doch verflixt schwierig ist. So, die hier geben wir jetzt noch ab. Gucke mal, da können wir sogar nächste Folge höchstwahrscheinlich die Intro-Folge machen. Weil ja jetzt immer noch Dämmerung zum Tag ist. Hahaha, perfekt. Gestern Abend kam keine Info zu einem kommenden Update, weil ja jetzt am Mittwochabend spät erst der Hotfix kam. 2.1.1 eben. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch ein Baumstamm. Dafür hat Caro mal eine Frage in die Runde geschmissen. Und das letzte Mal, als die Frage kam, resultierte das in den Friesen, der da hinten abspackt. Schemambo. Oh, ja, schaut mal. Oh, ich bin so verliebt. Ich bin so... Oh. Ich höre jetzt auf damit. Ich komme sonst nie zu was. In dieser Folge, echt, ich muss mir echt mal einen Tag nehmen. Vielleicht habt ihr auch mal Bock, gerade wenn hier so Morgendämmerung ist. Das wäre ja auch mal eine Idee, was man machen kann. Dass ich einfach mal so eine Fotosession mit euch mache. Und ich dann auch wirklich hier Screenshots mache, während ich aufnehme. Und ich die dann auf Facebook hochlade und ihr euch die quasi runterladen könntet oder sowas. Wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, so als nächstes Projekt mal neben dem Intro, wenn wir mal gerade gar nichts zu tun haben. Wie gesagt, das hier, was wir jetzt hier haben, es ist im Endeffekt eine perfekte Zeit dafür, weil schaut euch alleine schon mal wieder das Bild an.
entweder hier mit der Axt oder sowas oder ist das hier so drüber? Ja, die Axt, die Bücher weglassen, aber es sieht einfach Hammer aus. Boah. Die Farben, die sind so knackig. Jetzt wollte ich eigentlich gerade die ganze Zeit sagen, was Caro da gestern geschrieben hat in dem Post und was ihr machen sollt. Und ich komme einfach nicht dazu vor lauter Begeisterung. So, hier, Dicker, jetzt geben wir aber mal das Holz ab und ich laber mal weiter und verquatsch mich hier nicht die ganze Zeit so. Also, Caro hat nämlich gestern auf der Facebook-Seite gefragt, was wir uns noch alles so für den Editor wünschen. Und wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, haut rein. Schreibt es einfach auf die Facebook-Seite. Wenn ihr kein Facebook habt, dann könnt ihr es auch gerne hier drunter schreiben. Das Team schaut nämlich auch hier auf die Videos immer wieder drauf und guckt, was ihr so für Fragen, Anregungen und Wünsche habt. Von daher am besten, wenn ihr Facebook habt, schreibt es dahin, dann kommt es noch schneller an. Wenn ihr keins haben solltet, dann schreibt es einfach hier drunter. Es wird bestimmt gelesen. Und ja, ich habe zum Beispiel jetzt schon vorgeschlagen, dass ich mir eben ein Terrain-Tool, also nicht Terrain-Tool, so ein Bodenpinsel quasi wünschen würde, wie es das auch bei Sims gibt, dass man den Boden anpinselt und sagt, so, da will ich jetzt Sand haben oder Erde. Und dass dann automatisch das Gras weggeht, zum Beispiel für Reitplätze oder sowas. Ein Wegetool würde ich mir wünschen. Außerdem würde ich mir auch wünschen, dass es Bäume und Blumen und Büsche und sowas zum Platzieren gibt. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr das schaut, wie verrückt ich in Sims immer damit bin und ich da immer extrem viel bastel. Von daher wäre das für mich eine sehr, sehr coole Neuerung. Also Bodentool zum Anpinseln mit Sand und Erde und sowas habe ich mir gewünscht. Ein Wegetool und Pflanzen, Büsche und Bäume platzierbar. Was ich mir auch noch gewünscht habe, war, dass elektrische Wandlampen kommen. Denn wir haben ja aktuell nur elektrische Deckenlampen. Und ich mag immer Wandlampen sehr, sehr gerne. Hab da auch schon mal ein Bild gepostet von einer, die so ganz gut hier in diesen Stil reinpassen würde. So eine Gusseiserne, die so ein bisschen eher aussieht wie eine Laterne. Halt nur eben aus Eisen. Und was ich sehr cool fand, was ihr vielleicht kennt, ist sie, habt ihr sie schon mal in Alicia Online oder sowas gesehen? Was sich Valkyrie gewünscht hatte, war zum Beispiel ein Brunnen gewesen. Und das fände ich auch cool. Einmal ein Brunnen, wo man zum Beispiel Wasser für die Pferde holen könnte, so ein Brunnen in dem Stil. Und auch sehr gerne einen Springbrunnen, so als Dekoration. Er würde bei mir sehr gut hier auf den Innenhof passen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie auf Facebook. Wenn ihr keins habt, dann hier in die Kommentare. Ich werde dann nicht unbedingt groß darauf antworten, weil sie kommen auf jeden Fall, kommen sie ans Team weiter, wenn ihr irgendwelche Ideen hier reinschreibt. Aber ich werde bestimmt wenigstens mit einem Daumen drauf reagieren. Also wundert euch nicht, wenn ich darauf nicht zurückschreibe. Aber wir nehmen alles zur Kenntnis. Gut, und jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, obwohl ich gar nicht so viele Fragen beantwortet habe. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann gucken wir mal, dass wir die Intro-Folge machen. Wie gesagt, dann wahrscheinlich eher eine kurze Folge. Und ja, ich bin gespannt, was ihr euch so für den Editor wünscht. Also, macht's gut und bis morgen. Tschüss!